Kann ich das nochmal sehen? Alter Schwede. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin Mausakrobat und habe für euch heute eine neue Folge von Euer Replay, meine Analyse dabei. MC Bieber war so nett und hat mir sein Replay von seinem T29-Gefecht auf Westfield mitgebracht. Ja, zuallererst kann man mal sagen, ein richtig schlechtes Matchup für ihn. Er ist als 7er Heavy in einem 9er Match unterwegs. Wir haben auf jeder Seite 4 9er. Wir haben eine ganze Menge 8er. Auf jeder Seite glaube ich auch 4. Ja, und im Gegnerteam ist sogar noch ein 8er mehr. Und dann ist er hier unterwegs als 7er Heavy. Von daher auf Westfield immer so eine Sache, wenn man als Low-Tier-Heavy unterwegs ist. Dazu noch ein extremer weiterer Nachteil. Es sind 2 9er-Artis und eine 8er-Arti im Gegnerteam, was für ihn das ganze Match wahrscheinlich noch ein bisschen erschweren wird. Von der Siegchance her sieht das eigentlich ganz gut aus. Sein Team hat 59%. Das Problem ist, der beste Spieler hier aus seinem Team sitzt in der Arti. Zudem haben wir als Top-Tier noch 2 Lore. Die beiden 9er Franzosen Autoloader. Eigentlich für Westfield doch überlegene Panzer, auf jeden Fall den beiden T10 überlegen. Aber ich sehe es gerade, das ist mir gerade vorher nicht aufgefallen, im Gegnerteam ist auch noch eine Lore, also das Gegnerteam hat sogar auch noch einen 9er mehr und dann auch noch einen 8er mehr. Also ja, bisschen unfair das Matchup, auch wenn sein Team hier von den Stats her besser aufgestellt ist. Nichtsdestotrotz relativ schwieriges Matchup. Hier wird schon einiges von MC Bieber erwartet. MC Bieber befindet sich auf einem ganz guten Weg, ein solider, guter Spieler zu werden. Aber es fehlt dann doch noch ein bisschen ja, an der Setup-Übersicht, ist mir aufgefallen. Aber lass uns doch einfach mal das Gameplay starten. MC Bieber entscheidet sich jetzt dazu, hier in diesen Bereich zu fahren. Wenn er Top-Tier wäre in seinem T29, egal ob Arti oder nicht, ist das auf jeden Fall eine gute Wahl, weil er auf der Ridgeline seine Gun Depression voll ausspielen kann. Hier in diesem ja, Setup finde ich das ehrlich gesagt nicht so eine gute Idee, aber darauf werde ich später nochmal eingehen. Ihr seht, er hat jetzt hier auch nicht so richtig viel Backup. Er hat noch einen 7er Heavy mit der IS, der ihn unterstützt, eine IS-3 und noch ein Komet, aber ihr seht selber auch die IS und vor allem die IS-3 nicht so sonderlich kompetente Spieler, die IS-3 sogar schon 7000 Gefechte und nur eine WN-8 von 252. Also auf große Unterstützung braucht MC Bieber hier jetzt nicht hoffen in dieser Situation und wir sehen es auch, er wird auch schon direkt hier ja, in die Situation der Unterlegenheit gezwungen. Auf dieser Flanke, wir haben hier den WZ-111, einen T10, einen T29, einen Black Prince, der sich durch die Ortschaft kämpft. Oben ist noch ein IS-3, ein T25-2. Also schon mal deutlich unterlegen hier. Der Komet sieht auch zu, dass er das Weite sucht. Von daher nur noch 3 andere Heavys hier, beziehungsweise noch seine IS und seine IS-3. Aber auch die werden vielleicht nicht so richtig erfolgreich hier sein. Hier hättest du vielleicht einen Tick warten sollen, bis der T10 über die Ridgeline rüberkommt und ihm dann gegebenenfalls in die Tracks schießen und hoffen, dass deine Arti das Übrige erledigt. Du hast ja einen ganz guten Arti-Spieler dabei. Die Arti feuert hier auch schon kräftig für euch rein, ihr seht's. Das war jetzt schon der zweite Treffer, der hier einschlägt. Mal schauen, was noch so passieren kann. Er muss sich jetzt hier in der Situation, er hat schon gut gefressen vom WZ und vom T10. Das ein schöner Schuss. Jetzt hättest du ranfahren müssen. Gut, dass du hier auf jeden Fall auf die Tracks geschossen hast. Der Komet macht das auch ganz richtig. Der WZ wird hier getrackt, kann so nicht auf dich feuern aufgrund der nicht vorhandenen Gun Depression. Und die Arti schießt schön auf den WZ-111. Der zieht es jetzt vor, sich zurückzuziehen, weil er halt schon um ein Vielfaches seiner HP reduziert worden ist. Nichtsdestotrotz hast du vor dir noch den T25-2. Und dahinter greift die IS-3 relativ aggressiv an. Da ein schöner Treffer von der M53 aus deinem Team. Und noch ein schöner Treffer von der zweiten M53 aus deinem Team. Das ist jetzt in der Situation überlebenswichtig. Aber hinter dir ist schon der T29 durchgebrochen. Das ist dir erst gar nicht aufgefallen. Also hier so ein bisschen, ja, Minimap-Awareness. Jetzt schaffst du es noch
einen Treffer in den T29 anzubringen. Und ja, da war es das dann auch schon mit dem Gefecht. Vielleicht lass uns noch mal die ein oder andere Situation hier an dem Gefecht überdenken, was jetzt hier so passiert ist. Ja, du bist hier drüben gestartet. Das Team startet halt, das, was im Norden startet, startet immer hier aus dieser Position. Und du hast selber gesehen, wenn man jetzt mal ganz kurz auf das Team-Setup guckt, ihr hattet nur drei gegnerische, beziehungsweise ihr hattet nur drei Heavys in eurem Team und ihr hattet ganze sieben Heavys im Gegnerteam. Da, wo du hingefahren bist, das ist immer so ein klassischer Battleground für Heavys, entweder hier oben auf den Ridgelines oder dann hier unten in der Ortschaft. Du kannst hier hinfahren wegen deiner Gun Depression, ich habe es schon angesprochen, aber ich hätte dir auf gar keinen Fall dazu geraten. Und als du gesehen hast, dass nur die IS und die IS-3 mitkommt, ja gut, der Komet, aber eher zu vernachlässigen als 7er Medium, da hättest du spätestens den Rückwärtsgang einschlagen sollen, meiner Meinung nach. Dazu kommt die Beschaffenheit von Westfield und das möchte ich euch ganz gerne hier mal kurz zeigen. Ihr seht das selber, das ist hier so ein U. Ja, es beginnt hier, man kann hier rüberfliegen, hier geht es dann weiter und hier endet dann das U. Wenn man sich in dieses U reinstellt, so wie MC Bieber das gemacht hat, dann ist das Problem an dieser Position, dass Panzer einen auf dieser Flanke umfahren können. Panzer mit viel Gun Depression, was der T29 am Anfang gemacht hat und auch der T25-2 gerade macht, können hier oben auf der Ridgeline agieren und hier runter in das U feuern. Und ihr seht es hier, hier sind noch zwei Pfade, die rechts und links an diesem Hügel vorbeiführen, die auch dazu geeignet sind, das U zu umfahren. Und zusätzlich kommt noch diese Position, die in der Lage ist, hier in das U reinzufeuern. Jedes Mal, wenn euer Team versucht, hier offensiv die Ridgeline zu verteidigen, dann kann aus dieser Position gefeuert werden. Von daher ist das eine Position, die ich nur spiele, wenn mein Team in der Überzahl ist an Heavys oder wenn noch Mediums sich dazu gesellen. Häufig genug fahre ich, wenn ich im STB-1 oder so unterwegs bin, also mit einem Panzer mit viel Gun Depression, auch hier hin und unterstütze meine Heavys hier, weil dieses U halt in meinen Augen so tricky ist. Und ja, versuch schon frühzeitig die Gegner in diesem U hier, auf der anderen Seite spiegelt sich das so ein bisschen, zu binden, weil ihr sonst viel zu schnell hier überrannt werdet in diesem U. Und genau, ja, diesem Phänomen bist du jetzt unterlegen. Das war eigentlich abzusehen, weil das Gegnerteam so viele Heavys hatte. Eure Arti hat eigentlich einen super Job gemacht. Die 7er Artis haben auch getroffen. Die beiden 9er Artis haben jeweils einen Heavy rausgenommen. Aber nichtsdestotrotz kam hier einfach eine zu große Überlegenheit an, die dann letztendlich dazu geführt hat, dass du hier geplatzt bist. Ich hätte an deiner Stelle diese Position hier vorgezogen. Ganz einfach, weil du hier das Maximum deiner Turmpanzerung nutzen kannst. Du hast hier sogar noch einen Busch, den du erstmal nutzen kannst. Und dann kannst du hier wunderbar Hulldown gehen. Aufgrund dieses steilen Hügels hier ist es für die gegnerische Arti auch relativ schwierig, dich hier zu treffen. Und ja gut, die Arti hätte sich jetzt hier ein bisschen nach hinten fallen lassen müssen. Du kannst halt von hier aus die ganzen Vorzüge deines Panzers nutzen. Du musst halt immer dran denken, du bist Lot hier. Und vor allem, wenn die Position hier von den Gegnern gerusht wird, dann müssen sie diesen ganzen Weg hier über die freie Plane zurücklegen. Das bietet deinen Mediums die Möglichkeit, hier Sideshots auf die Heavys anzubringen. Das bietet deiner Arti genug Angriffsfläche, wenn du dann hin und wieder noch einen Trackshot setzt. Dann kannst du die Panzer hier relativ einfach festsetzen. Das wäre so meine Empfehlung, diese Position hier. Weil letztendlich alles andere für dich da vorne keinen Sinn macht, zumal du ja gesehen hast, ihr seid in der Heavy-Unterlegenheit, ihr habt viel, viel mehr Heavys im Gegnerteam gehabt. Ist jetzt vielleicht keine großartige offensive Position, aber man muss halt auch immer mit dem Setup gehen und sich da vorne zu wasten und so schnell das Leben zu verlieren. Das hat dein Team jetzt auch nicht wirklich weitergebracht und weil ihr da vorne geplatzt seid, liegt das Team jetzt 4-7 zurück. Das ist natürlich nicht deine Schuld, also nicht falsch verstehen, aber du hättest natürlich für dich ein bisschen besseres Ergebnis rausholen können, wenn du hier hinten versucht hättest, dein Team zu unterstützen. Von hier kann man nämlich auch wunderbar in dieses U reinfeuern, wenn die Gegner aggressiver werden, wenn die zu aggressiv werden. Ich nutze diese Position auch regelmäßig mit meinem WT auf EN100. Ich finde die relativ gut und gerade als Lot hier macht dir auch keiner einen Vorwurf, jedenfalls kein guter Spieler, wenn du diese Position nutzt.
Ja, die zweite Position, die ich dir hätte empfehlen können, wäre diese hier gewesen. Von hier aus hättest du erstmal den Vorstoß deiner Mediums unterstützen können, weil ihr ja ein sehr mediumlastiges Team wart. Du hättest hier ein bisschen die T29-Kanone, ist ja relativ genau, dein Team mit Snipe-Shots unterstützen können und gegebenenfalls hier aggressiv gegen so ein 50-100 zusammen mit Ru und was hier sonst noch so alles rumgefahren ist vorgehen. Du hättest aber vor allem, naja, dein Lorenz ein bisschen Zeit erkauft. Das Problem an dieser Position ist, du musst eine relativ hohe Minimap-Awareness haben, weil sobald da drüben die Panzer durch sind, so wie sie es jetzt sind, ist diese Position hier verbrannt. Und dann hast du das Problem, dass du wieder diesen Zwei-Fronten-Krieg hast. Du hast auf der einen Seite diesen Medium-Hügel da und du hast auf der anderen Seite die Heavies, die halt da drüben durchdrücken. Und von daher hättest du wahrscheinlich dich wieder auf die gleiche Position zurückziehen müssen oder in den Angriffsmodus hier irgendwo in der Ortschaft gehen. Das ist halt, wenn zu erwarten ist, dass da drüben die Heavies durchbrechen, dann ist meiner Meinung nach tatsächlich diese Position hier so das Beste. Nach der Beurteilung des Setups. Von daher, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Nichtsdestotrotz, ich möchte hier nicht unterschlagen, dass das ein sehr, sehr tricky Setup war. Ihr wart ein Neuner im Nachteil, ihr wart ein Achter im Nachteil und du warst auch noch Low-Tier. Also, um so eine Gefechte dann noch entscheidend mit zu beeinflussen, da brauchst du wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit der Entwicklung. Du hast hier mit 1200 für einen 7er Heavy gar kein schlechtes Ergebnis geleistet. Darum soll es hier auch gar nicht gehen, sondern ich wollte dir einfach nur eine Möglichkeit aufzeigen, wie du vielleicht ein bisschen länger in diesem Gefecht verweilt hättest und wie du so ein bisschen auch diesem Druck da vorne in dem U entwichen wärst. So viel erstmal von meiner Seite. Ich würde sagen, wir schauen uns direkt das zweite Replay an. Bis dann, MC Bieber. Ja, im zweiten Replay schauen wir uns das Match von Silace an. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie ist unterwegs in ihrem Tier 6 deutschen Medium, dem VK 3001D, einer der beiden 6er Mediums der Deutschen. Ich muss sagen, mir hat der mehr Spaß gemacht als der VK 3002M, der hier auch im Match vertreten ist. Sie ist unterwegs auf Highway, eine Map, die ich persönlich relativ doof finde in der Vergangenheit. Weil sie einfach mir zu linear geworden ist, auch wenn hier riesig freie Fläche in der Mitte ist, die ist komplett nicht bespielbar, jedenfalls nicht am Anfang des Gefechtes. Von daher ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu eindimensional. Silas macht das hier hervorragend, hat schon den ersten Kill auf dem Panzer 58 Mutz. Ja, schießt hier auch, sie scheint schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt zu haben. Sie schießt hier auch deutlich, nachdem der Panzer zugegangen ist, noch hinterher und hat damit auch sehr, sehr guten Erfolg. Ihr Team macht auch alles richtig, obwohl sie hier nur eine Siegchance von 42% hat und in einem Achtergefecht unterwegs ist, finde ich, hat sie hier genau die richtige Position bezogen. Hier auf dieser Höhe, sie kann perfekt ihr Team unterstützen, hat auch schon deutlich mehr als 500 Schaden ausgeteilt, schon einen Achterpanzer rausgenommen. Also von daher, ich mag die Position sehr gerne, wenn man Low-Tier in so einem Gefecht ist. Das Team ist auch mit der kompletten Medium-Machalla rübergerumpelt. Auch das finde ich sehr, sehr gut, dass entschlossen hier alles rübergefahren ist. Auch der Škoda T25 und der SW1C machen das hier super in der Mitte. Also das Team hat Sicht hier über den ganzen Bereich. Das Team geht aggressiv vor. Sie unterstützt ihr Team als Low-Tier. So soll es eigentlich auch sein. Das Problem ist, ihr Team hat auch wesentlich mehr Mediums und die Stadt ist jetzt gleich gefallen. Das Gegnerteam hatte viel mehr Heavies, vor allem 8er Heavies, eine IS-3, eine IS-6, ein Tiger 2, ein T-150. Und das ist jetzt so ein bisschen der Moment, wo das Spiel verloren geht. Wo das eigene Team es nicht schafft, den Druck aufrechtzuerhalten. Wir erinnern uns, wir haben hier zwei sehr, sehr gute Spieler im Platoon, im AMX CDC und im FV4202. Also das Replay kann auch noch nicht so alt sein. Die hier oben ein Rückzugsgefecht angetreten sind. Silas hat auch schon schöne Treffer hier auf den CDC ausüben können. Mindestens 400 Schaden hat sie ihm schon zugefügt, vielleicht sogar noch einen mehr, vielleicht 500 Schaden. Auch das eigene Team konnte schon gut auf ihn feuern. Die beiden haben sich hier in einem Rückzugsgefecht schon auf diese Position zurückgezogen. Aber dadurch, dass sie hier nicht mehr gespottet werden, sind sie wahrscheinlich noch weiter ausgewichen. Das bedeutet im Gegenzug, dass jetzt hier der Cap im Prinzip frei ist, weil alle Panzer wurden gespottet. Der Rest des gegnerischen Teams ist drüben in der Stadt.
Jetzt mag man ja denken, wenn das Team einigermaßen clever ist, dann drücken die Mediums hier weiter in den Cap und fangen auf jeden Fall schon mal zu cappen an, um die Heavies dazu zu zwingen, zurückzufahren. Am schlauesten wäre das bei dem Setup jetzt so meiner Meinung nach sowieso durchzucappen. Es ist noch ein Jagdpanther, zwei hinten, ein 8er TD und ein Panther, ein 7er, der 7er deutsche Medium, der gegen diese Übermacht hier auf gar keinen Fall standhalten wird. Und auch beim Jagdpanzer ist es dann wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wenn er keine Spots mehr bekommt, bis er dann rausgeholt wird. Hier sind jetzt zwei 8er Mediums, hier ist ein 7er Medium, hier ist ein 6er Medium, hier ist noch ein 7er Medium, also genug Medium Firepower. Wir haben noch den SB1C und wir haben noch Celeste selbst, die hier drüben im Moment auch nicht so richtig das Timing mit erwischt hat. Sie ist sich nicht ganz sicher, soll sie jetzt in der Base verteidigen oder soll sie mit rüberfahren? Ich lasse das jetzt hier mal weiterlaufen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Überlegung stellt sich hier eigentlich gar nicht, die Base zu verteidigen. Du als 6er Medium gegen 8er Heavys, die da anrollen, du wirst keine Chance haben. Du hast da auch noch selber geschrieben, dass du noch die Stock-Kanone hast. Hast noch nicht die Kanone mit dem 240er Alpha-Schaden. Das heißt, du hast auch geringere Penetrationswerte. Beziehungsweise, nee, ich glaube, die hat sogar höhere Penetrationswerte, aber du hast halt ein kleineres Schadenspotenzial und kannst halt auch die Heavies schlechter rausnehmen. Du entscheidest dich trotzdem dazu, jetzt die Base zu verteidigen. Und die Mediums hier, die 8er Mediums kommen zurück. Diese Mediums hier sind jetzt gegen die beiden 8er Mediums eher unterlegen, wenn die beiden eigenen 8er Mediums hier nicht mitpushen. Das ist jetzt der Moment, wo ich finde, dass ihr das Game weggeworfen habt. Wenn ihr jetzt gemeinsam mit der gesamten Mediumkraft in den gegnerischen Cap gepusht werdet, dann hättet ihr die beiden hier auch, die sich hier bis ganz ans Kartenende zurückgezogen haben, überrannt. Jetzt ist es hier ein ausgeglichener Kampf, 2 gegen 2. Und da haben auf jeden Fall die 8er Mediums den Vorteil gegenüber hier dem 6er und dem Panther 2. Das nicht so clever gelöst. Und auch bei der Verteidigung stellt ihr euch jetzt nicht ganz so super an. Die Heavies ziehen sich jetzt hier schon in dem Bereich zurück. Jetzt hier vielleicht kurz was zu den Weak Spots vom T-150. Du musst bei dem T-150 auf gar keinen Fall, oder darfst auf gar keinen Fall in die Unterwanne zielen. Da kommst du nicht durch. Da kommst du auch mit der großen Gun nicht durch. Du musst auf den Turm zielen, rechts und links neben die Kanone. Oder wenn er so wie eben den Turm dreht, dann in die Seite von dem Turm. Der T-150 hat für einen 6er schon sehr, sehr viel Spaced Armor. Das heißt, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass du an den Tracks nicht so häufig durchkommst. Von daher kann ich dir nur empfehlen, schieß auf die Oberwanne, schieß beim T-150 und auch beim KV-3 und dann später auch beim KV-4. Niemals auf die Unterwanne, da sind die richtig stark gepanzert. Da eher auf den Turm schießen, das ist immer so der Weak Point bei der ganzen KV-Reihe und auch beim T-150. So, es steht jetzt schon 9 zu 11. Ich lasse das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller laufen, weil es jetzt doch eine ganze Zeit dauert. Ihr habt drüben zwei Mediums verloren. Ihr habt dann jetzt beim Verteidigungsgefecht noch mehr Mediums verloren. Die gegnerischen Heavys sind zurückgefahren. Hättet ihr jetzt an der Stelle gecapped, hättet ihr sicherlich hier den Sieg davontragen können. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht unbedingt deine Aufgabe als Sechser, aber als guter Spieler kann man dann manchmal auch mit einem guten Beispiel vorausgehen und diesen Push weiter antreiben oder zumindest die beiden anderen Mediums, die es richtig gemacht haben, die weiter angegriffen haben, unterstützen. Euch ist der komplette Angriffsschwung verloren gegangen und ihr seid dann aufgelaufen auf dieses Med-Platoon, was das gnadenlos ausgenutzt hat. Dafür sind sie halt auch diese guten Spieler. Was ich mich hier gefragt habe, ist, wie du zielst. Auto-Aim ist es ja nicht, aber richtig snipern tust du auch nicht. So wirst du auf gar keinen Fall Weak Spots treffen. Ich weiß nicht, ob du da einen anderen Aiming-Mod benutzt, aber so zu zielen, nur darauf zu hoffen, dass der Indikator grün wird, das kann ich dir auch auf gar keinen Fall empfehlen. Da solltest du auf jeden Fall immer in die Sniper-Ansicht gehen, um zu sehen, ob du jetzt gerade einen Weak Spot anvisierst, weil dieser Indikator ist halt auch nicht immer zuverlässig und unterscheidet auch bei den Munitionssorten nicht immer so richtig zuverlässig. Da musst du dir auf jeden Fall angewöhnen, sauber zu zielen. So, jetzt kommen hinter dir die beiden Mediums, die haben in der Zwischenzeit den Jagdpanther, euren 8er TD vernichtet und greifen jetzt euch von hinten an. Da kommt der erste schon rüber. Genau so musst du zielen, mit Zielfernrohr und nicht mit Auto-Aim oder so. Das ist ja auch nur glücklich, weil der CDC mal so gar keine Panzerung hat. Aber gegen den RV siehst du damit relativ alt aus.
Du siehst es ja schon selber. Hier, der trifft nicht. Der trifft auch nicht. Da hättest du dir lieber Zeit lassen sollen, auf Weak Points zu zielen. Der hat jetzt glücklich getroffen. Und da bist du halt auch schon geplatzt. Meiner Meinung nach ist das nicht dein Fail. Aber du hättest sicherlich noch ein bisschen mehr für dich hier rausholen können. Ja, was soll ich sagen? Ist nicht so gut gelaufen. Für mich ist jetzt, wie gesagt, der Hauptkritikpunkt hier drüben, dass die Mediums hier nicht weiter angegriffen haben, dass sie sich zurückgezogen haben. Die wären auf jeden Fall deutlich schneller im gegnerischen Cap gewesen als die Heavies bei euch im Cap. Und die hattet ihr auch noch einen Jagdpanther. Den muss man erstmal überwinden, so ein 8er TD, der 500er Schellen raushaut. Also der hätte vielleicht auch noch für euch ein bisschen Zeit rausschlagen können. Was euch jetzt das Genick gebrochen hat, war der FV, der hier 6 Kills gemacht hat, und der CDC. Also das Team teilen sich ja 7 Kills und haben sicherlich auch eine ganze Menge Schaden ausgeteilt. Wenn ihr hier die nicht hättet ausweichen lassen, sondern entschlossen drauf gepusht werdet, dann hättet euer Team das auch gewinnen können. So habt ihr im Prinzip, ich hatte es schon angesprochen, den gesamten Angriffsschwung verloren. Habt euch auch noch aufgeteilt, das ist noch schlechter. Euer Medrudel hat sich dann in 2 kleine Mini-Medrudel aufgeteilt, die dann nach und nach aufgeraucht worden sind. Zu dem Zeitpunkt, wo dein Team sich da drüben so aggressiv durchgekämpft hat, da hättest du vielleicht schon erkennen sollen, dass es keinen Sinn mehr macht, hier auf dieser Position zu bleiben, sondern mit darüber fahren, mit in den gegnerischen Cap drücken, auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, wenn es dann so gekommen wäre, dass die 8er TDs hier, die 8er Heavys zurückgekommen wären, dann hättest du hier versucht, den Verteidigungskampf gegen 8er Heavys zu führen. Das ist eine Sache bei einem 6er Medium. Davon kann ich dir nur abraten. Dann versucht lieber schlauer auch das ein oder andere Gefecht über Captain zu gewinnen. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Tarnnetz macht auf dem Panzer nicht so richtig viel Sinn. Und einen Handfeuerlöscher würde ich auf jeden Fall gegen automatischen Feuerlöscher austauschen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch beiden ein bisschen helfen konnte. Hat mich gefreut, dass ich mal wieder 2 Replays von 2 ganz neuen Spielern bekommen habe. Von daher würde mich über jedes Like freuen von dem Video. Würde mich auch freuen, wenn noch mehr Leute meinen Channel abonnieren, und postet gerne weiter eure Replays. Am liebsten solche Replays wie hier, wo man auch Fehler besprechen kann. Und bitte seht davon ab, eure ganzen Panzerasse bei mir im Thread zu posten. Die werde ich auf gar keinen Fall kommentieren. Dann kommentiere ich lieber meine eigenen Panzerasse. Hier soll es darum gehen, dass wir aus Fehlern gemeinsam lernen. Und ich hoffe, das ist jetzt auch deutlich geworden. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar für jedes Gameplay, wo ihr mir eure Fehler zeigt, wo ihr euch bereit erklärt, die mit mir zu besprechen. Vielen Dank an euch beide. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Euer Replay, meine Analyse. Haut rein.